Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, heute geht's schon wieder um Streetfood, weil Streetfood ist geil. Und wir machen heute mal was aus dem libanesischen Bereich fast. Aber es ist eine Crossover-Geschichte, also bitte kein Mimimi. Ich mach das wieder im Bobby-Style. Ne? Wir machen Lamm-Shawarma oder Shawarma. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es ist unheimlich lecker. Es ist quasi der Döner mit Lamm. Dazu gibt's einen schönen kleinen Salat, den werden wir noch machen. Oh Gott, der hat Salat gesagt, oder? Und es gibt eine kleine Soße aus Tahini. Tahini wird, glaube ich, ausgesprochen, oder? Das wird furchtbar, furchtbar lecker. Es wird ein paar Schritte dauern, geht aber eigentlich am Ende relativ schnell und es ist halt geil, ne? Wie das geht, was dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unsere Shawarma? Wir brauchen eine ganze Menge, deswegen läuft es heute Step by Step. Wir werden erst unser Lamm nehmen, das werden wir klein schneiden. Dann wird es schön mariniert in einer Joghurtmarinade. Dann machen wir unsere Tahini oder Tahin-Creme. Die ist auch furchtbar, furchtbar lecker. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und es gibt noch einen kleinen Salat dazu. Das alles am Ende zusammen in wunderschönes Brot eingewickelt. Und dann ist das furchtbar, furchtbar lecker Streetfood. Shawarma an sich könnt ihr in ganz, ganz vielen Varianten machen. Ihr könnt eine Chicken-Variante machen. Ihr könnt eine Rindfleisch-Variante machen. Oder ihr macht die wie wir heute mit Lammfleisch. Ich habe da was geordert. Und zwar wunderschöne Lammlachse von Fleischer und der Koch. Fleischer und der Koch hat generell ganz, ganz viel in Sachen Lamm am Start. Also ihr habt Lachse da, ihr habt Filet da, ihr habt Schultern da. Ihr habt die Rackstar, also hier Karrees, ganz, ganz leckeres Zeug aus allen möglichen Herkunftsgebieten. Also gerne mal Fleischer und der Koch auschecken für gutes Lammfleisch und natürlich auch für alles andere, was er zum Grillen braucht. Ne? Und da bitte nicht vergessen mit dem Gutscheincode 030BBQ gibt 10% auf meinen Nacken bei Fleischer und der Koch. Link ist ganz oben in der Infobox angehoften. Also Lammlachse habe ich hier. Ich habe mich jetzt hier für die Lachse entschieden, weil die kommen aus dem Rücken vom Lamm. Das ist ein Muskel, der wird eigentlich fast überhaupt nicht bewegt und ist super, super zart. Also das wird unsere Shawarma auf ein anderes Level heben. Des Weiteren brauchen wir jetzt für die Marinade ein bisschen Zitrone, ordentlich Knoblauch. Denn wenn ihr Shawarma irgendwo kriegt ohne Knoblauch, dann ist das kein Shawarma gewesen. Wir brauchen ein bisschen Joghurt. Ihr könnt jetzt, wenn ihr keinen Joghurt nehmen wollt, da auch Olivenöl nur nehmen. Ich mag die Joghurt-Variante aber besser. Olivenöl haben wir trotzdem am Start. Natürlich das gute griechische. Soll ja ein bisschen passen. Dann habe ich ein bisschen Weißweinessig. Habe ich auch beim Türken meines Vertrauens heute Morgen gekauft. Und wir brauchen an Gewürz nur Gewürz von der Spice Bar. Und deswegen habe ich gesagt, ist die ganze Geschichte hier auch nicht wirklich authentisch heute. Denn in einer authentischen libanesischen Küche würde da mit Mähgewürz wahrscheinlich nicht weiterkommen. Da kommt eine ganze Menge rein, aber da müsste ich jetzt hier noch 10 Gewürze am Start haben. Habe ich keine Lust drauf. Ist ja Bobby-Style. Wir machen das ein bisschen schneller mit Mähgewürz, denn Mähgewürz ist perfekt für Lamm. In jeder Variante. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir eigentlich alles, oder? Eine Sache fehlt. Ja, ich kann mal. Ein bisschen gut gemeint heute hier mit dem Krönchen, oder? Freunde, Prost auf euch. Denn auch zu Bobbys Lamm Shawarma. Schmeckt jedes? Ja, besser aus nur Reno Barbecue Glas. Ne? Werbung Ende. Los geht's. Wir starten durch mit der Marinade und dafür kommt jetzt erstmal Knoblauch in unseren Joghurt. Und ich habe gesagt, wir brauchen eine Menge Knoblauch. Die genauen Angaben, ja, wie immer unten im Rezept. Allerdings bei dieser Marinade müsst ihr euch rantasten, da gibt es nichts genauer. Ich habe jetzt hier richtig, richtig viel Knoblauch. Das sind bestimmt 10 kleine Zehen, wenn man dazu rechnen würde. Ne? Die müssen jetzt alle hier rein. Also ich presse mir jetzt hier erstmal einen Wolf, Freunde. Ne? Schön Knoblauch pressen. Ich mache das mal fertig. So, guck mal, jetzt ist hier wirklich eine Menge Knoblauch drin. Jetzt mal bitte Hashtag Knoblauch unten in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr keinen Knoblauch mögt. Und wenn wir gerade beim Schreiben sind, beziehungsweise beim Arbeiten hier an eurem Rechner oder an eurem Telefon, wenn ihr noch kein Abo an diesem wunderschönen Kanal verloren habt, dann macht das doch mal jetzt. Einmal ein Abo da lassen. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt kommt da rein ein Schluck Olivenöl. Wie gesagt, das geht hier alles frei nach Schnauze. Also einfach ein bisschen was rein. Dann Weißweinessig. Auch ein Spritzerchen. So, 2 Esslöffel vielleicht oder sowas. Dann Zitrone, der Saft einer Zitrone. Hm? Möglichst ohne Kerne. Oh. Sehr, sehr schön. Zack. Und dann Mähgewürz. Und da müssen wir uns jetzt wirklich, ja, könnt ihr euch jetzt rantasten an die ganze Kiste. Wir fangen erstmal an vorzuwürzen. Da darf ordentlich was rein. Am Ende muss das Zeug richtig, richtig Bums haben, ne? Also nicht hier so ein laues Lüftchen, sondern wir wollen richtig Bums an dem Fleisch dran haben. Ja, so. Und jetzt erstmal rühren. Guck mal, so sieht das schon aus. Mal kurz probieren.
ist schon geil. Kann noch ein bisschen Bums vertragen. Also wie gesagt, da muss richtig was dran. So. Hm. Zweiter Versuch. Ja, so ist gut. Marinade, fertig. Und jetzt nur noch zu unserer Lammlachse. Wirklich wunderschöne kleine Geschichten. Die schneiden wir uns jetzt auch schon mal vor, weil wir machen die ganze Kiste jetzt ja auf der Plansche heute. Ihr könnt Shawarma auch am Drehspieß machen oder einfach auf dem Grill angrillen. Wir machen es in der Plansche, weil das geht am schnellsten tatsächlich. Und dafür schneiden wir es noch ein bisschen klein. Und zwar schneidet euch jetzt einfach wirklich kleine Tranchlein hier raus. Die müssen gar nicht dick sein. Ihr wollt die ja nachher genauso, wie sie sind, essen. Und dann geht das halt auch super, super schnell. Also so einfach mal, ja, so kleine Streifchen runtergeschnitten hier. Na, guck mal, das geht auch rasend schnell mit dem richtigen Werkzeug. Sollte das jemand von euch noch nicht mitbekommen haben, hier. Ja? 030 Barbecue Cutter, ne? Bei uns im Shop erhältlich. Mein erstes kleines Barbecue-Messer. Und das ist wirklich, Freunde, sau scharf. Und wenn ihr alles schön kleine Schnitten habt, dann sind die ganzen Flakes jetzt hier in Zipperbag gelandet. Ihr könnt natürlich auch in der Form machen oder in der Schüssel oder wie ihr wollt. Zipperbag ist ganz gut, weil da könnt ihr auch noch schön drin kneten. Denn jetzt kommt die Marinade ins Spiel und wir brauchen davon auch nicht alles. Wir tasten uns daran. Das Ziel ist es, dass überall was dran ist, aber nicht zu viel Marinade am Ende am Fleisch hängen bleibt. Denn wir machen das auf der Plansche und wir wollen das ja nicht verkochen. Also gebt euch was rein und dann fangt da schon mal an, hier ein bisschen das mal einzukneten. Na, geschlossen macht auch Sinn. Hm. Und dann mal langsam einkneten. Und wie sagt mein lieber Kumpel immer, 2 Minuten massieren ist wie 15 Stunden Marathon-Training oder irgendwie sowas. Wa? Also, kneten, Freunde. Ja, und das hat schon gereicht, Freunde. Guck mal, durch die Tüte kann man es nicht sehen, aber vielleicht kann ich euch hier mal reinlupen lassen. Da ist jetzt gar nicht so viel Marinade dran. Genauso möchte ich das auch haben. Deswegen muss die halt auch ordentlich Bums haben, damit da nicht so viel am Fleisch ist. Die Marinade jetzt bitte nicht weghauen, die könnt ihr natürlich noch dazugeben als Special Bums Dip quasi. Also, das haben wir, das haben wir. Die ganze Kiste, ja, jetzt geht es wieder um die Marinierzeit. Ne? Könnt ihr natürlich über Nacht im Kühlschrank lassen oder ich sag immer 2 Stunden, 3 Stunden reicht völlig aus. Das wird es bei uns heute werden. Also, wir sehen uns in Kürze wieder. Ab in den Kühlschrank. Und damit wir in der Zwischenzeit nicht einschlafen, Freunde, machen wir jetzt schon mal unsere Soße. Und zwar, wie ich es angesprochen habe, die Tahin-Soße. Es gibt Tahini und Tahin, ist alles das Gleiche, ist alles Sesammus. Ne? Kriegt ihr in gut sortierten Lebensmittelläden. Dann brauchen wir noch ein bisschen Paprikapulver, wir brauchen ein bisschen Zitronensaft, wir brauchen Knoblauch, in dem Fall so ja, 2 Zehen oder sowas. Noch ein bisschen Icke und Atze und ein bisschen Joghurt. Das ist jetzt auch wieder nicht klassisch, weil von dieser Tahin-Soße gibt es ungefähr 1000 Rezepte. Ihr könnt da jetzt auch noch Petersilie mit reinmachen, die machen wir aber in Salat, deswegen lassen wir die weg. Ein paar machen das mit Paprika, ein paar machen das ohne Paprika, ein bisschen, einige machen noch was Süßes da rein. Wir machen ein einfaches Rezept, was mir immer schmeckt. Also Joghurt, habe ich dir gesagt? Ein bisschen Joghurt, ne? Der wird auch gerne mal ersetzt durch warmes Wasser. Warmes Wasser, Freunde, schmeckt nach? Ja, nischt, richtig. Deswegen nehmen wir Joghurt. Der hat noch eine schöne Konsistenz und der schmeckt auch noch ein bisschen was. Ne? Also Joghurt ist drin, ungefähr 4 Esslöffel. Ich schreibe euch das nochmal unten rein. Dann kommt der Knoblauch dazu, zack. Dann der Saft einer Zitrone. Wieder wild gepresst. Auch da bitte ohne Kerne, wenn es geht. Oh. Zack, eine Wespe. Die ist optional, Freunde. So, Paprikapulver. Ungefähr, naja, ein Teelöffel. Ein bisschen mehr, wa? Stehe auf Paprikapulver. So, ein bisschen Salz. Also Icke. Bisschen Atze. Und dann noch ordentlich von unserem Sesammus. Da. Rezept würde ich jetzt sagen, ungefähr 80 Gramm. Ich würde sagen, so ja, ein Drittel dieses Glases. Da kommt doch ganz schön Wind hier durch, wa? Das ist so eine herbe Sesamgeschichte. Schmeckt sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen in Kombination. Reicht das schon? Ein bisschen noch, oder? Auch hier, Freunde, wieder nach Gefühl. So, Löffel raus. Zack. Und umrühren. Auch da möchten wir jetzt bitte eine homogene Masse haben, Freunde. Und die muss am Ende noch so dünn sein, dass wir sie ein bisschen squeezen können. So, kurz probieren. Nussig, na herb, Zitrone, Knoblauch. Hm? Wer es noch nicht probiert hat, probiert das mal aus. Ist halt wirklich Standard für diese Art von Küche. Ne? Also das ist gut. Das geht jetzt ab hier in unsere Flasche. Und dann haben wir das auch schon fertig. Am Schluss machen wir noch den Salat, weil das Dressing soll ja frisch rüberkommen. Und dann
geht's auch schon fast an Grill. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. 2 Stunden später, unser Lamm ist schon hervorragend laminiert. Oder mariniert, ne? Es wird Zeit zu essen. Deswegen machen wir jetzt den Salat. Aber der ist ganz klassisch, mit wenig Zutaten. Super, super lecker, also kann man den auch mal machen. Zutaten für unseren Salat. Auf jeden Fall elementar ist Petersilie in großen Blättern. Ein bisschen Zitrone. Wir haben hier ein wenig Zwiebel, Tomate und grüne Gurke. Das ist auch schon alles, was wir für unseren Salat brauchen. Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen kleiner machen. Also fangen wir mal an mit der Petersilie. Die sind jetzt hier schon runtergezupft von den Stielen. Jetzt habt ihr hier die großen Blätter, ob ihr da jetzt glatte Petersilie nehmt oder krause. Das ist wieder so eine Glaubensangelegenheit, oder? Nehmt da, was ihr wollt. Die schneidet ihr euch jetzt ein bisschen kleiner, damit die schon mal ein bisschen Geschmack entwickeln kann. Aufpassen auf die Finger, dieses Messer ist scharf. Noch einmal so, guck mal, leicht angehakt, ne? Den Rest machen die Zähne, meine Lieben. So, Petersilie ist da. Einfach rein in eine Schüssel. Jetzt, Zwiebeln, habe ich noch vergessen. Wir brauchen noch eine Zwiebel, um die mit unserem Fleisch mitzugaren nachher auf der Plansche. Deswegen großer Einsatz Treppo und ja, eine rote Zwiebel, zack, geht durch. Die legen wir uns mal zur Seite. Die kommt dann zu unserem Fleisch dazu. Ja. Und jetzt schneiden wir noch den Rest klein für den Salat, also Tomätchen. Die könnt ihr hier auch durchziehen durch den großen Einsatz. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es nicht spritzt. Aber brauchen wir jetzt nicht alles schneiden, oder? Zack. So. Mach die mal alle. Ja, guck mal. Kurze Zeit später. Saftig, schmatzig, ne? Die kommt auch dazu. Ihr könntet jetzt natürlich auch alle mit der Hand klein schneiden. Wäre mir jetzt persönlich zu anstrengend. So, Einsatz wechseln. Den weg. Zack. Kleiner Einsatz. Und jetzt geht's weiter mit Gurke. In schöne Streifen. Na, guck mal. Rasende Geschwindigkeit, Freunde. Und die Zwiebel geht auch gleich dazu. Jetzt in ein bisschen kleiner. Ist ja für einen Salat. Na, und die letzte kleine, wir lassen niemanden zurück. Zack. So, und so sieht das aus. Wunder, wunderschön, super, super schnell. Ein schöner, frischer Salat. Na, alles mitnehmen. Zack. Dann noch ein Spritzer Zitrone. Einfach für die Frische. Zack. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast durch. Kann man jetzt schon einmal ein bisschen durchheben. Und dann kümmern wir uns gleich um das feine Dressing. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon durch mit der ganzen Kiste. Wir brauchen halt nur noch unser Dressing. Das machen wir uns jetzt nochmal schnell fertig. Habe ich irgendwas vergessen an Zutaten, was ich noch nicht erwähnt habe. Wir haben Brot erwähnt. Minze. Ganz zum Schluss braucht ihr noch frische Minze. Die hole ich dann auch noch. Aber dann sind wir auch wirklich durch. So, jetzt gucken wir mal, wo hier was draufsteht. Wir brauchen jetzt ungefähr 50 Milliliter Rotweinessig. Macht das so ein bisschen nach Schnauze. Zack. Da kommen 100 Milliliter Olivenöl drauf. Ja. Auch wieder so eine Gefühlsgeschichte. Ihr müsst das halt abschmecken am Ende. Ne? Dann kommt Ahornsirup dazu. Ich würde sagen, naja, 2 Esslöffel. Damit fangen wir schon mal an. 1, 2. Ich liebe Ahornsirup. Könnt ihr auch optional Honig nehmen. Oder Zucker. Aber Ahornsirup macht das geil. So, ein bisschen Pfeffer ran. Zack. Ein bisschen Salz. Also Ike und Atze in Aktion. Und etwas scharfe Keule für richtig Spirit. Soll ja ein bisschen was passieren. Und das jetzt mal umrühren. Und das ist auch schon der ganze Zauber, Freunde. Nochmal probieren. Macht das immer so, wie es euch schmeckt. Leichte Schärfe, süße Säure, ideal für einen frischen Salat. Also, wir haben alles fertig, ab an den Kühlschrank und dann ab an den Grill. Ja, und weiter geht's am Sportgerät, Freunde. Unser Lamm sieht fantastisch aus. Es riecht überragend, Freunde. Jetzt habe ich die Plansche drauf, die hat schon ordentlich Hitze. Da geht jetzt noch ein bisschen Olivenöl mit drauf. Zack. Ja, und jetzt kommt mir nicht mit Rauchpunkt, Freunde, ja. Olivenöl geht da tatsächlich auch. So, und wenn dann jetzt Hitze drauf ist, wir gucken mal. Ja. Komm, ein für Papa. Ja, passiert schon was. Dann kommt unser Lamm ins Spiel. Zack. Und das lassen wir jetzt mal angehen. Na, zack, kurze Zeit später. Ich habe jetzt gerade noch die Zwiebeln dazu geschmissen, damit die auch noch ein bisschen angläsen können. Und jetzt, oh, guckt euch das an. Das sieht fantastisch aus, oder? Ich würde sagen, wir sind ja auch schon in den letzten Zügen. Jetzt geht es noch kurz um das Brot. Ihr könnt euch jetzt natürlich warm toasten auf den Kontaktgrill, auf den Grill noch legen oder ihr macht es so wie ich und haut euch den Fladen einfach nochmal hier rauf. Der darf nochmal kurz Energie ziehen und dann wird auch schon zusammengebaut und gegessen.
noch schnell den Salat zusammenbringen, also Dressing dazu. Alles einmal rein, einmal kurz durchgezogen. Ganz, ganz frische Geschichte. So, jetzt auch noch mal probieren. Sehr geil. Komm, zusammenbauen. Ja, los geht's. Den ersten gibt's heute für Papa, oder? Also schön. Oh, unser Fladenbrot ist jetzt auch schön warm. Da kommt jetzt Fleisch drauf. Reihenfolge ist völlig egal. Ihr könnt auch erst Salat draufschmeißen, aber Salat muss bei mir jetzt nicht am Anfang kommen. So, Fleisch. Ah, machen wir uns mal schön fett hier. Sieht das geil aus. Ah, komm. Ah, kickt euch das an. Wunder, wunderschön. So, ein bisschen Salat das. Müssen wir jetzt bei mir nicht übertreiben, meine Lieben. Ah, zack. Und dann etwas von unserer köstlichen Soße. Gucken, ob wir die hier rauskriegen. Ja. Guck mal. Und noch ein bisschen was von dem Dressing hinterher. Sehr, sehr geil. Etwas Minze als Special. Und noch ein Schuss. Oh, komm. Zitronensaft. Lecker, lecker, lecker. Das alles einmal zusammenbauen. Also macht euch hinten jetzt ein bisschen so und dann fangt da an, das hier vorsichtig, das kann ich immer nicht, zusammenzurollen. Oh. Und dann würde ich sagen, Shawarma ist fertig. Im Bobby-Style, mit Liebe, aber geil. Rindbeißen. Ein geiles, geiles Streetfood. Tropft ein bisschen, wa? Mach mal einen Teller fertig, sehen wir uns gleich nochmal. Guckt euch das mal an. Hä? Ja komm, also sieht zum neidisch werden aus, oder? Mein fertiger Shawarma-Teller. Ich darf jetzt auch nicht nochmal probieren, ich muss jetzt gleich rüber. Sie reißen es mir nämlich sonst aus der Hand. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über Like oder Abo, mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Gerne mal bei Fleisch und der Koch vorbeischauen für gutes Lamm und ganz, ganz viel gutes anderes Fleisch. Ne? Ja, wir müssen jetzt essen. Das war Bobby, 030 Barbecue, Shawarma mit Lamm. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.